Ja, moin! Kinders, willkommen zu einer neuen Folge. Wir lassen auf seiner Proof of the World. Moin! Und dann, ich habe nicht gerade auf behinderterweise random keine gemacht. Willkommen zurück. So, ja, wir sind auf der Suche nach Kakariko. Und zurück nochmal diese Size-Begrüßung. Aber halt, stopp, wer ist das? Der ist neu. Und mein Controller macht mal wieder Sicken. Ich mache gerade gar nichts und ich scanne einfach mal an dem Typ vorbei. Also, dass der linke Soikonis Hicken macht, das ist tatsächlich so. Aber, Burgi, was sagst du? Wenn du nach Hateno willst, überquer einfach die Brücke und geh in Richtung Osten. Ja, ganz toll. Ich möchte aber nach Kikariko. So, es regnet. Das heiße. Lol. Es regnet, die Erde wird nass. Und das Spiel ist beißert, aber es regnet immer noch aus Scheiße. So, Kariko-Brücke. Das muss was heißen, wir kommen dem Dorf sehr nah. Aber das ist jetzt, ups, da. Anhalten. Beenden. Aber dass es jetzt regnet, ist sicherlich kein Zufall. Oder? Aber ich denke mal, ich bin zuversichtlich. Wir sind im Dorf Kakariko ganz nah. So, es ist neblig und es regnet aber nicht mehr. Oh, und es ist schönes Wetter. Es wird schönes Wetter. Auch wenn es noch neblig ist, das Wetter an sich wird schön. Setz hier erstmal Büsse ab, man. Und Bäume fällen, weil ich so Bock hab. Weg. So. Eisel. So. Sehr schön. So, und jetzt folgen wir hier den Weg. So, zwar die richtige Richtung. Es sieht aber auch sehr danach aus. Und dann sollten wir gleich hoffentlich nach Kakariko kommen. Ja, man, wir haben einen Ziegenbock. Ist das nicht schön? Und diese Open World Style ist das, was allen gefällt. Aber was ist das? Hier blinkt was. Hustgras. Okay. Ah ja, das sind jetzt wieder in der Arznei. Eine robuste Heilpflanze, die nicht abbricht, wenn man auf sie tritt. Ihre festen, aber flexibilen Wasser, was, nein, ihre festen, keine Ahnung, aber flexiblen Fasern erhöhen die Abwehr, wenn man sie gerichten untermisst. Ah ja, das ist jetzt, ja, okay, super gelesen. So, ich habe so ein Gefühl, dass Kakariko gleich vor der Tür steht. Oder? Hinten haben wir zumindest einen neuen Schrein. Ganz interessant. Oder etwa nicht? So, da ist Abgrund. Aber wir folgen einfach mal einen Weg. Den wir hoffentlich noch entlang gehen. Aber was ist das? Hallo? Du! Du kannst mich sehen. Ich sehe dich nicht. Was? Du sprichst mit mir. Natürlich kann ich dich sehen. Tolo, es ist nur ein Jahr vergangen, dass mich jemand gesehen hat. Ich bin Marunos. Ich brauche unbedingt Hilfe, aber niemand konnte mich sehen. Bitte, 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 hau niemanden Gesicht an. Oh, meine Fresse, weil du es bist. Meine Lieblingsrasseln, die Monster haben sie versteckt. Oh Gott, sie sind unter den Felsen dort. Danke wenigstens für die Vorwarnung. Ohne sie kann ich meine Kräfte nicht einsetzen. Oh, da bitte ist es. Bitte hol mir meine Rasseln von ihnen zurück. So, weißt du was? Ich mache es für dich. Okay? Was sie in den Kampf machen, Ram-Nam-Nam-Nam! Und schaffen es, die Monster zu erlegen. So ist zumindest der Plan, auch wenn das an meinem Hauptweg, der hoffentlich links entlang geht,
nichts mit zu tun hat. So, ja, da kommen, alles klar, da kommen jetzt so die ganzen Zwuchtel. Vielleicht mal ganz kurz jetzt am Rande. Ich tue nur sicherheitshalber Gizwidmas Wissen speichern. Falls jetzt der Rand verrecken sollte, kann ich an dem Ort direkt weitermachen. Was für ein Glück, dass ich vor einer Sekunde gespeichert habe. Zu meiner Verteidigung, es hatte einfach die falsche Taste gedrückt. Der Rapp hat mich erwischt. Jetzt geht's gleich direkt weiter. Wir sind drin im Geschehen. Aber dass wir verrecken, passiert da nicht allzu selten. Und ganz ehrlich, dieses Game ist, wie gesagt, das schwerste Zelda-Game überhaupt. Also, alles klar, wie der einfach gleich mit seiner Lanze... Was ist das? Ich hatte nicht mal eine Chance, den Typ zu erwischen. Was ist das eigentlich für ein Zwuchtel? Zwuchtel! Nicht mehr! Mann, der ist ja nerviger als mein Bandersuhle, dammit. So, sorry, falls es... Kämpfen! Was machst du denn, Link? Was machst du denn? Wegrennen. Ja, Mann, ich hatte nicht mal die Gelegenheit. Und da werft doch irgendwo in dieses Arschloch. Also, ich meine, ich links so diesen Monster-Typ, der da gerade Randale macht. So, ich probiere es jetzt einfach nochmal. Vielleicht klappt es ja jetzt. Hoffen wir es mal. Als wenn ich jetzt irgendwas sehen würde. Hallo, der linke Soikon reagiert hier einfach mal nicht. Ich kann nichts dagegen machen, was hier gerade abgeht. Ich sehe nichts. Was ist denn das für eine Scheiße? Willst du dich jetzt wohl hier synchronisieren? Oh, also die Controller, Lex, die nerven doch so ein Derbe. Die passieren ab und zu und die sind richtig, ja, eigentlich fast tödlich für die Konsole. Wenn es halt regelmäßig passiert, gerade bei solchen wichtigen Ereignissen, wo es darum geht, diese Wichser hier eins auszuzahlen, ich kann das hier gerade nicht, das ist. Ja, das sind einfach solche Opferkinder. Ne, ich hab den getroffen, ich hatte nicht mal eine Chance. Ich hatte nicht mal eine Chance. Ne, das kann noch 1000 Jahre so weitergehen. Sobald das Weißpunkt geladen ist, gehen es sofort auf mich los. Keine Sekunde Zeit, das Ganze, weißt du, ne? Woher soll ich wissen, dass er mich jetzt hier trifft? Woher soll ich das wissen? Links, steh doch auf! Was bist du von Zwuchtellappen? Nee! Was kann ich denn dagegen tun? Was kann ich dagegen tun? Gar nichts! Gar nichts! Gar nichts! Gar nichts! Alles klar, dieses Dalle pisst mich gerade leicht an. Ich bin kurz davor, dem nicht diese Holzfäller, seine Samen da zu holen. Ich hab da nicht mal wirklich die Zeit, hier die Waffe zu wechseln. Was haben wir denn hier? Ich probier's hiermit, ich probier's. Alles klar, weißt du, hier habe ich nicht mal die Gelegenheit, hier irgendwie sowas rauszuholen. Ich möchte den wirklich als erstes kalt machen, weil das ist richtig scheiße. Fuck. Link. Nice. Mit der geht das easy. Behinderterweise habe ich nur ganz wenig... Ja, ich möchte gleich was fressen. Ich muss jetzt was fressen. Das ist jetzt erstmal halt ganz, ganz wichtig. Hier, und zwar ist es erstmal Apfel. So. So, öffnen. Wir dürften jetzt, yep. Samen drin sein, sehr schön. Also los geht's, bringen wir den Kommissen. Und das ist voll, wobei das Dock ist und cool war.
Aber nein. So, bringen wir den komischen Typ jetzt seine Sachen. Lol. Also bringen wir jetzt den Spress in den Hut. Baum seine Sachen, Hut wollte ich sagen. Wir sind nicht in Harry Potter, auch wenn es gerade sehr danach aussieht. Ah, und dann geht's wohl da links weiter, wenn ich mich nicht irre. Aber wir werden sehen. Wirklich, die Landschaft hier. Da steht ein Vogel und alles. Es windet leicht. Richtig traumhaft schön, wirklich. Gerade richtig nice Spiel. So, wir haben deine Rasseln. Oh, oh, das sind meine Rasseln. Bitte, bitte gib sie mir. Gerne. Ich bin also glücklich. Oh, aber meine Rasseln, die krocksamen Inneren sind fort. Vielleicht klingen sie nicht mal so toll wie früher. Oh, wenn ich nur einen Krocksam hätte. Ja, Du hast Krocksam von Kindern nicht weiß erhalten. Wenn du mir deine Krocksamen gibst, für kurz, ist im Dank. Ja, gerne. Ich meine, ich brauche die aktuell eh nicht. Weil wir wissen jetzt aus Spoilern. Achtung, Spoiler. Man kann, ich glaube, 900 insgesamt zum Sammeln. Es dauert über 10 Stunden, die zu sammeln, hat einer gemacht. Und die Items, die man da bekommt, ist Lapis. Oh Gott. Und jetzt wird getanzt. Nice. Oh, sieh dir die Waffentasse an. Jetzt ist sie größer. Oha. So, du kannst jetzt ja noch mehr Krocksamen sammeln. Lass mich deine Tasse vergrößern. Ja, Waffentasse. Na, andererseits, ganz ehrlich. So wie wir es jetzt haben, passt das. Alles klar, nee, wir haben aber Krocksamen verlangt. Und das nicht irgendwie kostenlos macht. Ne, dafür, dass ich sein Dings geholt habe. Naja. Egal, komm, ist der Brokkoli-Typ. Wenn wir mal wieder was wollen, pressen wir das an. Wir speichern es hier geschwind. Und dann melden wir uns beide wieder. So. Ich denke mal, wir sollten den Ort Kakariko hoffentlich planmäßig überhaupt bald erreichen. Und dann ist es gut. Aber ich gehe mal sehr stark davon aus, dass dem so sein wird. So, und hier ist hoffentlich auch gleich der Ort Kakariko. Hier sollte er zumindest kommen. Und hier sind wieder Tiere, also Landschaft, Est. Wenn man es wirklich mal vermehrt auf die Landschaft achtet. Das sieht doch wunderschön aus. Wahnsinn. So, und was ist das? Ah ja, hiermit kann man sich jetzt logisch, wenn man es kann. Ah ja, wir spielen mit Bauklotzen. So, hallo? Was macht denn Link hier? Halt, stopp, wer ist das hier? Ah ja, hey Bursche, bist du auch ein begeisterter Bergsteiger wie ich? Immer wenn ich die Felswände hier in der Gegend ziehe, gerät mein Blut in Wallung. Ich klettere immer noch äußerst gerne, musst du wissen. Übrigens, ich biete auch einiges zum Verkauf an. Ja, nach Scheiße. Nein, ich möchte nichts kaufen. So, jetzt regnet es auf einmal. Gerade war noch strahlend schönes Wetter. Und jetzt wird das Wetter schlecht. Ob das gut ist? Sorry. Ich glaube wohl nein. Aber, oh, damn it!
Schrein in der Nähe. Oh, da ist ein Tor aus der Kakariko. Sehr schön. Leute. Das, was sich jetzt hier hinter befindet, ist Kakariko. Es orientiert zwar, dass es hier regnet, aber die Stelle, wo dieser Typ gerade reinrennt, das ist Kakariko. Und ja, danach hatten wir in letzter Zeit so gesucht. Also betreten wir die magischen Tore, die es hoffentlich sind. Nur noch dieses eine Tor vor uns. Dann sind wir in Kakariko. Wie Kakariko aber aussehen wird, das seht ihr erst im nächsten Part, liebe Leute. Ja. Denn dieser Part wird jetzt beendet. Man hätte es kaum gedacht, ne? Also Leute, mit den großen Erwartungen, die ihr jetzt habt, seid gebannt. Im nächsten Part geht's weiter. Der kommt ja heute oder morgen sogar schon. Also dauert es nicht so lange bis dahin. Dementsprechend, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Und ciao!